Anscheinend gibt es kein Video, aber ich kann so erkennen, dass es Yakari sein muss. Der Einzige, der das macht. Ja. Normalerweise müsste da jetzt noch .mp3 hinter dem Songtitel ja, stehen. Ja, true. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht täusche ich mich auch, werden wir doch gleich merken. Trackname ist Mabu. Gibt's eigentlich nur ein passendes Pendant dazu, so Alicia Keys und Usher. There's always that one person that will always have your heart. Heart. Yeah. You never see it coming cause you're blinded from the start. Start. Know that you're the one for me. It's clear for everyone to see. Oh baby. Oh. Jetzt haben wir genug gejodelt, ne? Ciao. So kann schlechter Gesang sich anhören, Freunde. So viel zu den deutschen Chören. Ja, ey, das sind die Deutschen, das sind meine deutschen Stimmbänder. Ja? Ich mach die 808. Judy on the beat. Young man, ich mach die 808. Baby, will ein Rendezvous. Für dich werde ich Täter. 9mm regelt Alltag im Dschungelbuch. Ich erkenne dich wieder. Mein Baby will tanzen und hört dabei Mabu. Vielleicht geh ich in Hatz, Mabu. Ich wünsch mir zu dir den Kontakt, Mabu. Ich hab nur dies und das zu tun. Das zu tun. Ich find's fire. Ich find ihn auf dem Beat fire. Gesanglich, wie er sich stimmlich platziert, also finde ich krass. Also gesanglich finde ich das auch gut. Oder ja. Wie auch immer er das da transportiert, finde ich gut. Was er transportiert, ist ein bisschen strange. Also ich fand diesen Mabu jetzt ein bisschen... Ja. Ja. Noch nicht so dope. Aber ganz kurz so, viele Leute behaupten ja, zumindest aus der deutschen DJ-Szene, dass eigentlich gerade so Deutschrap oder generell auch Hip-Hop eher an einem Tiefpunkt steht. Ich glaube, ihr dickt halt einfach nicht richtig, weil es gibt so viele Fire-Tracks, lass mal ehrlich sein, Bruder. Wenn man sich halt nur mit der Musik auseinandersetzt. Ich weiß, es hat sich alles geändert, aber immer nur die, keine Ahnung, Top 20 der Charts machen halt einfach keinen Sinn, wenn du halt Sachen wie Summer Jam hast, wenn du sowas hast. Also du kannst schon einen geilen Sound spielen. Auch eine sehr, sehr gute Mischung aus Ami und Deutsch. Und du kannst auch eine richtig schöne Eskalationsmucke spielen. Tom Hanks, Ami, Alter, du kannst alles mit reinbringen. Und vor allem noch in Mischung mit Afrobeats, Amapiano. Du kannst das wirklich komplett. Ja. Yeah. Okay, du kannst da einiges machen. Wollte ich nur mal ganz kurz loswerden. Der Hex, doch sie weiß es nicht. Sie hängt noch an ihrem Ex, das ist ein Scheidungskind. Heute Abend hast du Sex, du bist keine Bitch. Nein, heute Abend haben wir Sex, du bist meine Bitch. Ich hab die Nerven. Du bist keine Bitch. Du bist keine Bitch. Zu heute du bist Abend eine haben Bitch. Wir Sex. Du bist eine Bitch. Du bist Bitch. Meine Bitch. Meine Bitch, Entschuldigung. Ja. Naja. Was soll ich dazu sagen? Ja, eigentlich die perfekte Überleitung vom Track zuvor, ne? Hi, Bitch. Heute ja. Abend hast du Sex, du bist keine Bitch. Nein, heute Abend haben wir Sex, du bist meine Bitch. Ich hab die 9mm in meiner Tasche dabei. Wenn ich dich heute Nacht noch seh, dann will ich, dass du weinst. Dann will ich, dass du schreist. Ich will, dass du mich beißt. Baby, bitte cry. Cry me a river. Schau die Welt von mir, Kinder. Schau dir so flach aus und trinkt sich. Ich glaube, das ist erst so, dass wir so hardcore-arabischen Einschlag in der Hummel haben. So. Ja, ja. Was aber schön klingt. Bro. Und du musst es aber auch so hinbekommen, dass es authentisch ist. Absolut. Und ist schon krass. Dass es wirklich nicht cringe rüberkommt. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Schau die Welt von mir, Kinder. Schau dir so flach aus und trinkt sich behindert. Ich finde es aber auch unwahrscheinlich schwierig. Also ich habe in meiner schlechten Gesangswelt ab und zu mal versucht, irgendwie mal sowas nachzusingen. Ne? Aber dieses Vibrato, was ist, Kinder, das musst du ja hinkriegen. Ne? Und ich finde es unwahrscheinlich schwierig. Du brauchst so ein Gefühl dafür. Ich bin da raus, Alter. Ja? Meine Stimme ist... Ja, aber du trellest doch auch ab und zu mal vor dich hin. Ja, und ich sag mir jedes Mal, deine Stimme ist nicht zum Singen gemacht, oder? Ja, so geht's mir auch. Ja. Ne? Aber damit müssen wir halt einfach leben. Ich gibt Schlimmeres. Ich habe kein Problem damit, Bruder. Safe nicht. Aber trotzdem singen wir euch Achtung, was vor. Keine Werbung. Ich sag mir einfach, Stefan, lieb dich. Ja, stark. So, die ist ne kleine Dachna, ich fick ihre Sünden. Baby will ein Rendezvous. Für dich werde ich Täter. 9mm regelt Alltag im Dschungelbuch. Ich erkenne dich. Wie kommt das Dschungelbuch jetzt hier rein? Ich hab's gerade, es war plötzlich da. Deswegen habe ich zurückgespult. Und die Frage ist, wer ist es? Bagheera? Ja, oder Baloo? Eher Louis. Also. Oder King Louis. Eher ja? Louis, Bruder. Übrigens, ne? Und wie ich den Song von King Louis perfekt auswendig beherrsche, aus dem Stegreif, in jedem Zustand. Mit Choreo. Ja?
von Anfang an. Das einzige Schwierige ist dann so dieser Part, wo gepfiffen wird. Da bin ich nicht so sicher, aber der Rest, haha, Freunde. Alles aus. Für dich werde ich Täter. 9 mm regelt Alltag im Dschungelbuch. Ich erkenne dich wieder, mein Baby will tanzen und hört dabei Mabu. Vielleicht gehe ich in Hartz Mabu. Ich wünsch mir zu dir den Kontakt Mabu. Ich wünsch mir zu dir den Kontakt Mabu. If I call somebody Mabu, we have contact. Im bestmöglichen Fall. Nee. Wenn ich jemanden Mabu nenne, dann hast du. Haben und hatten wir Kontakt. Es könnte aber auch einfach nur sehr, sehr einseitig sein. Nicht im gegenseitigen Einverständnis. Oh. I didn't have a dollar because I didn't have any sense. So, du bist dran, mach den Satz zu Ende. Nee. Bruder, weiter. Nur dies und das zu tun, das zu tun. Das ist eine Gangster-Story, fick dein Icon-Hit. Ich hör kein weil er scheiße ist. Zieh die Tommy Gun Gun für dich Weichgesicht. Hast du verstanden, wer scheiße ist? Nee, deswegen. Also Big Bo hat gerade gesagt, nee, deswegen spinnt er nochmal zurück. Du hast eine Gangster-Story, wie dein Icon-Hit. Ich hör kein weil er scheiße ist, zieh die. Ich höre dein Fülle die Lücke. Tommy Gun Gun für dich Weichgesicht. Ich hab leichte Kicks und bin meistens dicht. Features nicht, weil er mir zu peinlich ist. Snickers, Mars und Twix, ein Baklava-Gesicht. Meine Ex, sie wurde vom Shaitan geschickt. Sie ist wahnsinnig. Gönn mir, Rhythm. Schau die Welt von mir, Kinder. Schau die ist auf Lach. Aber auch, wie sich der Beat hier ändert, ne? Jedes Mal, wenn das kommt. Also ja, ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Das passt ja wunderschön, sein. Ne? Aber tatsächlich ist da inhaltlich einiges dabei, was ich mir nachher nochmal durchlesen musste. Ja, muss man auf jeden Fall, um es vielleicht irgendwie ansatzweise verstehen zu können. Und noch spannender finde ich ja, Young Mash macht die 808. Dass das von ihm kommt. Und wer war es noch? Julie und the Bee? Ja, ne? Die zwei. Also das ist schon wild. Sehr, sehr untypisch auch erstmal für deren Ja, aber ich glaube, es sind halt Dienstleister, ne? Die ziehen durch. Ja, aber es ist auch ein krasses Verständnis, das so hinzubekommen. Also ich bin schwer beeindruckt. Wurde vom Shaitan geschickt. Außer es ist gesampelt. Wahnsinnig. Gönn mir, Rhythm. Schau die Welt von mir, Kinder. Schau die ist auf Lachgas und trinkt sich behindert. Schau die ist ne kleine Dachner. Ich fick ihre Sünden. Baby will ein Rendezvous. Für dich werde ich Täter. 9 mm regelt Alltag im Dschungelbuch. Ich erkenne dich wieder. Mein Baby will tanzen, yeah. Und hört dabei Mabu. Vielleicht geh ich in Hartz Mabu. Ich wünsch mir zu dir den Kontakt Mabu. Ich hab nur dies und das zu tun, das zu tun. Ich wünsch mir zu dir den Kontakt Mabu. Ich find's krass, wie er phrasiert. Ich find das brutal. Also die Intonation und die Art und Weise, wie er auf Beats kommt, ist schon... Das ist wild. Schon richtig krass. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier inhaltlich überhaupt nicht am Start bin. Irgendwie. Also inhaltlich habe ich auch gibt es keine Zusammenhänge so. Aber vielleicht muss er das dann machen, dass es auch so wirkt, dass das er das so betonen kann, je nachdem, ne? Mag sein, deswegen gibt es von mir hier für ein Dope. Okay. Beat ist sick, er ist sick. Inhalt ist, ich weiß auch nicht, warum das Dschungelbuch da mit drin ist. Das weiß keiner. Aber der Sherlock, der geizt hier nicht so, ja? Der gibt einen Dopestens. Weil es ist ein ziemlich nicer Sound. Und vibet halt ohne Ende, wenn du dich jetzt nicht zu sehr auf den Text einlässt. Aber trotzdem, sehr, sehr krass gemacht, sehr, sehr krass und sauber gesungen. Krasser Beat, also deswegen dopestens von mir. Steht hier frei, Mabu. Ey, könntest du es bitte noch genauso singen? Mabu. Ja, nein. Ich kann es halt nicht, ne? Ich wünschte, ich könnte sowas. Egal, wir gehen über zum nächsten. Na, kriegt ein Herz. Tschüss.